Da sind wir wieder bei einer neuen Runde Bloodborne. Neuer Stream, neues Glück. Wir wollen ja nach Kanehurst. Wir haben ja die Einladung letztens noch zum Ende des Streams für euch in der letzten Folge einfach gefunden da. In Josefkas Klinik, im Anfangsgebiet quasi. Und jetzt, können wir die eigentlich lesen? Schwierig. Eine alte, blutbefleckte Vorladung für einen Ehrengast in das verlassene Schloss Kanehurst. Sie ist seltsamerweise an dich gerichtet. Zögere nicht, die Postkutsche fährt von der Hemwick-Kreuzung ab. Ah. Daher weiß man das also. So. Dann gehen wir jetzt zur Hemwick Knochenstraße oder zur Hexenbehausung. Ich würde einfach sagen Hexenbehausung. Weil da ist der Weg, glaube ich, kürzer. Machen wir mal die Hexenbehausung. Gucken wir einfach mal. Flackert der Greenscreen gerade so ein bisschen? Ja, war nur gerade anscheinend. Jetzt aber auch wieder. Kann jetzt sein, weil ich die Kamera vorhin für was anderes benutzt habe. Es ist nämlich vielleicht bald möglich, dass ich halt auch Monster Hunter weitermachen kann. Als Let's Play dann wahrscheinlich. Also das Monster Hunter 4 Ultimate. Weil ich habe mir extra dafür auch den New 3DS XL geholt. Und jetzt war noch die Frage, so, wie kriege ich das jetzt in ein Video? Guten Tag, ich komme von der Hexenbesichtigung. Und wie geht's auch? Ja, selber ekelhaft. So, ein bisschen Schwert spielen. Na gut. Bei dem spiele ich dann doch. Weil das Ding das halt nicht staggert. Das verwirrt mich jedes Mal. Die Beiltypen sind halt schon hartere Konsorten. Ach so, und ich habe ja gar keine Blutfusion mehr. Ich hätte farmen sollen, ne? Ivo. Ivo. Farm braucht doch kein Schwein. Hi. Lol, und da kam die Faust und da kam die Axt und hier in dein Gesicht. So, weg ist er. Schön ist, die geben uns fleißig Blutführung. So, raus sie. Put, put, put. Put, 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 put. Was das denn? Nimm mich mal wie ein anständiger Hund, ey. Alter, du auch, ist er? Zeig denn die für Hunde? Hallo, du bist ja noch einer. Ja, komm. So. Längst schon sterbe von einem Hundi. Nicht schlecht. Ich brauche unbedingt eigentlich mehr. Eigentlich brauche ich unbedingt mehr 4. Bei denen kann man die halt richtig gut farmen. So. Eine Kutsche. Ich bin mir nochmal aus.
Okay. So viel dazu. Das war wohl die Kutsche. Ein krasses Schloss. Schick. So, hi Herr Berges. Und hier ist alles voller Schnee. Wir sind ja, in Kanehurst angekommen. Einem optionalen Gebiet in Dark Souls. Bloodborne meine ich natürlich. Genau, und das hier ist wohl, würde ich sagen, das Schloss von Kanehurst. Heute schauen wir mal. Also mal gucken, ob wir durchkommen durchs ganze Gebiet. Es geht einfach auf. Außen ist hier so ein bisschen wie Painted World of Ariamis, oder? Also die optionale Welt in Dark Souls, die ihr durchs Gemälde erreicht in Anor Londo. Hier ist erstmal eine Lampe. Lampen sind ja wichtig. Sehr, aber sehr schick. Wirklich gut. Oh, und der Mond. Betäubender Nebel. Yay! Das erste Mal betäubender Nebel. Und das schon ein Mob, den ich übersehen habe. Was sind das denn für Viecher? Hallo? Holla, die Waldfee. Holla, Alter! Alter! Was seid ihr denn? Jetzt geht doch mal weg. Ja, schon tot. Nice. Ja, Emzo ist heute nicht da. Also kann gerade keiner die Commands bedienen. Ja, deswegen. Schade, Party. Aber das wird heute auch nur ein bisschen provisorisch, also ich bin irgendwie angeschlagen und ein bisschen fertig. Deswegen wollte ich eigentlich erst gar nicht streamen, aber dann war ich doch neugierig hier auf das Gebiet. Und diese Viecher, die halten ja übel viel aus und sind ja ultra nervig, ey. Guck mal, da kommen sie. Alter, sind das viele. Kann ich hier parryen? Super, jetzt hocken sie da noch zu zweit rum. Natürlich richtig GG. Oh, aber hier ist mein Zeug. 15.000 schon? Not bad. Gut, dann gehöre ich dir halt. Nichts hier außer kleiner Darm. Ja, und hier ist ja wirklich nichts. Oder hier ist was. Rasendes Kaltblut. Wundersamer Schatz. Oh, Frau. Oh. Ja, genau. Du kommst pünktlich. Was war das denn? Ich habe jetzt gar nicht mehr angegriffen.
Alter, dieser Sprung ist so behindert. Also, es macht halt einen Sprung. Es macht halt einen Sprung. Alter! Das Kackvieh hat mehr Rage als ich. Ich glaub gar nicht. Ich glaube nicht, wie groß die Range von dem Scheißvieh ist. Wenn es diesen Sprung macht, man rechnet einfach nicht damit, dass es jetzt noch schlägt. Das ist das Problem. Alter, das sind ja teilweise die behindertsten Mobs, die ich jemals gesehen habe. Ey, fuck you. Alter. Fuck. Und da hinten krabbeln sie auch die ganze Zeit rum. Ja, super. Und parry konnte ich es auch nicht. Ich hasse so eine Sachen, wo man die Range überhaupt nicht einschätzen kann. Dadurch, dass die Arme halt so behindert haben und so dumm da rumlaufen. Die treffen dich auch immer, ey. Wow. Okay, vorhin geht nicht. Ja, und... Na ja, gut, jetzt kann ich nichts mehr machen. Sind das Scheißviecher? Wer hat die sich da ausgedacht, ey? Oh, fuck you. Ich geh jetzt erstmal einkaufen, ey. Junge. Was für eine Ranzgeräte, ey. Da würde ich echt lieber... Ah, ich habe keine Ahnung, was ich lieber machen würde. Warte mal, kann ich mir irgendeine Waffe kaufen eigentlich jetzt hier für die paar Seelen, die ich noch habe? Ich könnte mir Ritualblut kaufen. Oh, es sind Flammsprüher. So, und? Ah, okay, der verbraucht die Kugeln so. Aber witzig! Haben wir einfach mal einen Flammenwerfer in Bloodborne. Wo ist denn... Ah. So. Jetzt auf ein neues. Alter, das waren ja richtig hässliche Mobs, ey. Furchtbar. Furchtbar. Vielleicht kann man hier auch durchrennen, ohne sie zu pullen. Versuchen wir doch das mal. Ah, da hüpfen sie schon rum. Vielleicht kann ich hier einfach reinrennen. Ohne mit ihnen zu kämpfen. Ja, bitte, 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 hallo, ich muss hier rein. Okay, das funktioniert auch rein. Ein Jäger ist niemals allein. Lol. Da schrubbt einer in den Boden.
nicht F. Ich schub in den Boden. Aber... Oh nein! Die kann ich durchsteigern. Ah, und die sind so halb unsichtbar. Guckt. Okay, ich kann sie durchsteigern. Hier ist es mit Ruhe. Reiter Palasch, hey, warte mal, danach wurde ich heute gefragt, glaube ich, oder? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gestern hatte Twitch ja übelst Probleme, deswegen habe ich den Stream dann abgebrochen. Ah, hier ist da eine von den Eulen. Ich weiß es nicht. Ich habe die ganz normalen Einstellungen und Codierungen und so wie immer drin. Also ich kann es mir echt nicht erklären. Immer diese Weiber, wenn sie einmal zuhauen, ey. Oh lol! Da wollte ich zu parieren, aber geht nicht. Ja, ich weiß es echt nicht. Zur Seite! Ich kann noch mal in die Einstellung gucken. Broadcast-Einstellung, ne, Codierung, alles ganz normal. Ja, alles ganz normal. Ich habe auch keine Frame-Drops und so. Das Geheule nervt ja übel, ey. Die laufen so langsam, das ist voll creepy. Lol, die aus Versehen zu pullen, ist halt auch richtig fies, oder? Oh, die lebt ja noch. Die sind ja super winzig. Creepy as hell. Ein Jäger ist niemand so. Also ist hier nochmal so ein. Man sieht sie immerhin und sie werden dann auch extrem sichtbar. Wenn man einmal. Oh! Ja, wenn man hinguckt. Alter Vater. So, weg mit euch. Ist hier noch eine? Die ich jetzt übersehen habe? Ist einfach nur gruselig, ey.
eine steht da noch. Blutsteinbrocken. Geil. Ach, seht ihr mal? Zack. Da ist der Wechsel, Leute. Zack. Moin, Rufus. So. Wir sind in... Du hast verpasst. Du hast die Katze verpasst und so. Wir sind in Kanehurst angekommen. Also einem optionalen Gebiet. Draußen war übel viel Schnee und da sind wir auch ein bisschen krepiert an so einen hässlichen Kackviechern. Ja, und jetzt sind wir im Schloss drin. Alfraise-Po-Hase. So. Ja, und hier sind so unsichtbare Frauen, die abgehen. Den hat man die. Oh lol! Die wurde gepult! Die sind doch sonst. Die sitzen sonst nur da und heulen. Double Kill! Die Unsichtbaren, diese Geister hier, diese Geisterfrauen. Ja, ich wollte eigentlich heute tatsächlich den Stream ausfallen lassen. Weil ich ziemlich fertig und angeschlagen bin irgendwie, aber habe ich dann doch nicht. Weil ich so neugierig war auf das neue Gebiet. Genau, und deswegen habe ich dann gesagt, okay, nee, dann streame ich doch ein bisschen. Voll fies, wenn man sie jetzt so spät sieht. Mann, da war meine Stamina verbraucht. Ach du Kacke. Ja, guck dir das an, wir haben den ganzen Chor So, lass mal kurz hier Stamina aufladen. Und dann voll reinbrettern. So. Hier ist erstmal eine geile Terrasse. Hier ist noch irgendwo so ein Heule-Vibe. Vielleicht sogar googeln. Wo? In dein Herz. Von hinten. Wo ist die Heulefrau? Nobles Kleid. Was? Warte mal. Ist hier sicher? Ah, hier ist noch eine. Seht ihr? Eva! Ins Gesicht gehauen, ey. Ich heule jetzt schon wieder eine. Okay, trotzdem mal ganz kurz. Nobles Kleid, Leute. Easy GG. Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Bloodborne in der Transen-Version. Ja gut, aber wäre ich jetzt... Wir könnten theoretisch auch mal was anderes tragen. Ist halt tatsächlich... Das Ding ist das Beste, oder? Die Jägerrüstung ist halt einfach die beste. So, hi.
Sag mal, Leute, spinnt Twitch schon wieder? Herr Werges hat ja auch gerade Probleme und bei mir, wenn ich meinen Stream gucken will, da gibt's auch arge Probleme. Dann werden wir wohl gleich den Stream ausmachen. Oh, ja, ich hab's zu spät gesehen. Wenn ihr mich jetzt tötet, dann bin ich bockig. Der ist ja hübsch. Ist ein hübscher Kleiner, ne? Der kann knallen. Hier ist er tot. Zwillingsblutscheinscherbe. Ja, offensichtlich haben gerade noch mehr Leute Probleme. Fuck! Wo? Ach, da. Gut. Ach so, jetzt geht's wieder. Okay. Und Bubblebee ist auch da. Hi! Schreibt mir, ob der Stream, also ob die neu dazugekommen, jetzt Bubblebee zum Beispiel, ob der Stream bei dir läuft. Weil anscheinend hat Twitch wieder ein bisschen Probleme heute. Blutsteinbrocken. Kommt der jetzt hoch? Oder krepelt der da unten rum? Ach, der krepelt da rum. LOL! Kack Invincible Frame. Hier wird nicht geschrien. Ja, okay. Also, dann müsste jetzt mal Herr Berges sagen, ob es bei ihm läuft. Weil wenn nicht, dann ist... Dann hat Twitch... Gestern ging ja Twitch auch eine Zeit lang gar nicht. Abends im Stream, da oh ja, ich hab ihn schon wieder vergessen. Die sieht man halt, aber das ist der Sinn von ihnen, ne? Wie ist die alten Männer? Nein. Oh. Gib mir Blutfiolen. Hier sind ja... genau an der Stelle sind sie alle verreckt, weil hier springt er dich ja an. Tja, waren sie alle unvorsichtig. Ja gut, dann gucke ich jetzt... Ich versuche. Was? Verführung ist effektiv? Ja, dann bin ich jetzt tot. Ja. Ja, komm. Aber okay, gut. Leider, Leute, dann tut's mir leid. Dann ist Twitch einfach gerade. Aber gerade läuft's flüssig. Ja, aber irgendwie gibt's ja mehr Probleme und so. Und dann sehe ich das jetzt einfach mal als Zeichen dafür, dass ich heute lieber nicht streamen sollte. Dann mache ich noch ein bisschen YouTube-Kram und so und werde vielleicht noch ein bisschen, also off-stream dann halt, ein bisschen Ranked spielen oder so, mal sehen. Ja, dann machen wir an der Stelle schon mal einen Cut.
Für YouTube lade ich die Folge jetzt trotzdem halt hoch. Als eine Folge quasi ist dann nur eine, ne? Als eine Folge ist dann nur eine. Weil, wegen Dingsbums, wegen Kanehurst, damit man mal sieht, wie das hier so aussieht und wegen den Cutscenes und so. Hier schön mit dem Mondkopf. Und genau. Machen wir das einfach mal so. Kurzer. Ich wollte ja eh nur. Also. Ich sehe das als Zeichen. So. Danke fürs Zuschauen, liebes YouTube, sehr geehrtes Internet. Bis zum nächsten Mal.